Geht es euch auch so wie mir gerade? Ich habe mich das gefragt, bevor ich jetzt dieses Video machen wollte. Die ganzen C-Maßnahmen, die ganze C-Zeit, also mir steht's bis hierhin, ich kann es echt nicht mehr hören. Und ja, ich freue mich auch sehr auf das, auf die Botschaft von der geistlichen Welt, die uns da vielleicht ein bisschen Klarheit bringt, die uns ein bisschen wieder in die Mitte bringt und aufbauen kann, denn ehrlich, also so für mein Empfinden, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, das kann es nicht sein. Ich weiß ja, dass wir uns in diesem Umwälzungsprozess, wollte ich sagen, in dieser Veränderung, in diesem Veränderungsprozess befinden und dass eigentlich noch ja was Krasses geschehen sollte, damit sich das endlich auflösen kann. Aber es kommt ja jetzt weiter nichts. Wir werden so festgehalten in einer, ja, fast wie im Gefängnis. Ja, bloß, dass wir zu Hause leben und manchmal Freigang haben. Verzeiht mir bitte meine Worte, aber das ist so mein Empfinden und es nützt ja auch alles nichts, ja. Was mich am meisten stört, ist so, dass ich es empfinde, dass wir immer mehr in die Trennung hineingetrieben werden, also dass die Menschheit immer mehr getrennt wird, von die Familien auseinandergerissen werden, niemand darf sich besuchen oder nur höchstens ein oder zwei. Also fragt mich nicht die Regeln, ich habe keine Ahnung. Aber so, was ich da so am Rande immer mitbekomme, das heißt ja, die Familien können sich gar nicht mehr so sehr treffen. Ja, und da wird schon die Trennung vorangetrieben und Familien haben ja die größte Kraft. In der Familie hat man diesen Halt und die Unterstützung und die Liebe. Und wenn das nicht mehr so zusammenkommt, ja, dann sind die Menschen allein und fühlen sich auch noch viel mehr alleine. Obwohl das ja auch nur ein Gefühl ist, man braucht es nicht, aber es kommt halt dann. Und durch diese Angstmacherei werden auch sehr viele Menschen in die Verzweiflung gebracht. Ja, und es gibt also diese Trennung für mich, diese große Trennung zweier Gesellschaften bald. Die einen sind fürs Impfen, die anderen sind gegens Impfen, die einen möchten sich testen, die anderen nicht testen und also ein Hin und Her. Alles übertrieben, kolossal übertrieben. Und es ist halt auch zu fühlen, dass wenn der Mensch in so einer Struktur drin ist, in dieser Gesellschaftsstruktur, meine ich, und dann auch von dieser Angstmacherei voll ergriffen ist, dass der Mensch dann aus der Schwäche heraus immer Ja sagt. Zu allem Ja. Ja und Amen. Und das ist halt wirklich zu überlegen, ob das so richtig ist. Ich gebe jetzt hier nur ein bisschen Denkanstöße für euch. Überlegt euch mal für euch selber, ist es richtig, immer zu allem Ja zu sagen, was die Politik uns hier so vorschreiben möchte? Jetzt sind wir schon fast in der Diktatur. Ja, es wird ja von der Bundesregierung für die ganzen Länder alles mitentschieden. Und also wo sollen das noch hinführen? Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber vielleicht auch nicht. Das könnt ihr euch ja überlegen. Und ich möchte einfach da jetzt mit diesem Video euch so ein bisschen zum Denken anregen und auch, ja, helfen, sich eine Meinung zu bilden, vielleicht mal übergeordnet von dem Ganzen raus aus diesem kollektiven Denken und übergeordnet einfach mal schauen, wie sieht es denn von der Seelenebene aus? Denn wenn wir jetzt mal auf die Seelen zu sprechen kommen, wir Seelen, wir sind ja alle gleich. Alle Seelen auf der Welt, überall ist Menschen haben Seelen. Jeder Mensch hat eine Seele. Tiere auch, aber ich bleibe jetzt mal bei den Menschen. Und da ist ja schon auch die Bewertung durch diese Trennung. Ja, es werden Menschen getrennt, schwach gemacht und bewertet. Und diese Bewertung bringt uns in ein negatives Fahrwasser. Die Bewertung ist einfach nicht gut und die geistige Welt hat schon so oft gesagt, bewertet nicht, sondern nehmt doch die Menschen so an, wie sie sind. Egal welche Rasse, egal wo sie leben, egal wie sie jetzt ausgestattet sind, ob sie reich sind, arm sind, sehr intelligent oder nicht so sehr oder wie auch immer, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle, weil jeder Mensch als Seele einen großen Auftrag hat.
Und wenn ich so schaue über die Herkunftsnamen, die ich ja auch oft channele, jede Seele ist sowas von großartig, sowas von toll und hat eben dann, je nach Aufgabe, etwas Schweres, Schwierigeres oder Leichteres auf der Erde zu tun. Deswegen darf man auf keinen Fall oder sollte man auf keinen Fall in die Bewertung gehen, weil das gibt auch wieder eine Trennung. Ja, und das macht uns alle schwach, diese Bewertung. Und da entsteht eine ganz große Spaltung. Und dem entgegenzuwirken kann uns die geistige Welt hoffentlich heute helfen, denke ich mal schon. Denn wir brauchen ja auch ein bisschen Hilfe und wir sind ja auch verbunden und die geistige Welt ist ja für uns da. Denn wenn wir nur auf das hören, was jetzt so in der Dualität, im Kollektiv verbreitet wird, da glaube ich, wird man durchdrehen sozusagen. Ja, ich bin heute ein bisschen sehr, soll ich denn sagen, anders als sonst, aber dennoch bin ich liebevoll und möchte das auch alles in Liebe sagen und Hoffnung machen für euch, Kraft geben, zu sich selbst zu finden und die eigene Stärke wieder aufblühen zu lassen und diesen Impuls euch zum Nachdenken zu geben. Ist das alles richtig, was hier geschieht? Passt das zu mir? Ist es mein Leben? Ist es meine Freiheit? Wo ist denn hier überhaupt noch Freiheit, sage ich da mal? Ist ja total eingeschränkt. Man kann ja eigentlich gar nichts machen, außer spazieren gehen. Und Regelungen sind dermaßen kontrovers, dass die unsinnig erscheinen, keine Logik dahinter ist. Wahrscheinlich sind alle damit überfordert. Aber dennoch denke ich mal, wenn man schon in der Regierung ist und dann sollte man doch ein bisschen eine Klarheit haben und wissen, was zu tun ist, als wie dieses Hin und Her. Ja, und das eben möchte ich alles gerne mit der geistigen Welt besprechen und euch als Botschaft überbringen und euch dadurch stärken. Denn, wie gesagt, wir sind alle Seelen, wir sind alle hier auf der Erde, um eben in diesem Prozess dabei zu sein, der gerade stattfindet. Und jeder Mensch hat ganz viel Kraft und diese Kraft, die möchte ich auch gerne erwecken und noch mehr verstärken. Nicht, dass es auch noch in Vergessenheit gerät, dass wir alle Kraft haben, dass wir alle eine Meinung haben und dass wir alle Freiheit haben. Also das ist mir sehr wichtig. Und das Hintergrundbild, das Meer, das habe ich deswegen gewählt, weil heute Noah zu uns sprechen wird über die Arche Noah. Ihr kennt es ja vielleicht aus der Geschichte, dass damals Noah mit seiner Arche die Welt sozusagen gerettet hat. Und ich freue mich sehr auf dieses Channeling und ich kriege halt überall Gänsehaut. Denn wenn Noah spricht, ist es was Besonderes. Noah ist normalerweise ein Engel, der nicht so viel sagt. Oder wenn er was sagt, ist jedes Wort trägt eine intensive, starke Bedeutung. Und von daher glaube ich zu wissen, dass das Channeling auch sehr intensiv und uns eine Wucht haben wird. Ich habe nicht das richtige Wort jetzt gerade dafür, aber also mein Körper sagt mir ja, es wird so sein, mich schauert's von oben bis unten. Und gerade deswegen habe ich also dieses Hintergrundbild für euch mal gewählt, dass man so ein bisschen sieht, wie der Fluss der Zeit. Es fließt im Moment immer noch ein bisschen ruhig. Die Menschen sind noch viel zu ruhig. Es ist noch nicht dieses Aufbäumen da, was es braucht, damit sich was ändern kann. Und um diesen Punkt geht's. Dass auch dieses Aufbäumen stattfinden kann, dafür müssen die Menschen, die immer Ja sagen, aufwachen. Die Ja-Sager, die sollten aufwachen. Sonst, weil die sind eben immer noch in der Mehrzahl, diese Ja-Sager. Dieses gleichgültige, ach ja, ich bin zu Hause, mir geht's gut, stimmt ja bestimmt für viele. Aber das Außen herum, das bricht so langsam sonst alles zusammen. Und vielleicht haben wir ja dann durch dieses ganze Zusammenwirken von diesen vielen Energien, dann endlich die Lösung, die Auflösung, die Loslösung in die neue Erde.
Und ja, das wünsche ich mir sehr. Und ich denke, Noah hat uns einiges dazu zu sagen. Und ich wünsche euch jetzt auch ganz viel Freude damit. Es geht gleich los mit dem Channeling. Ich werde mich jetzt mal einsprühen. So, die 909 natürlich wieder. Smarana und die Kundalini. Hui. Okay. Ich bitte um die Energie des Schutzes. Ich bitte um die Energie der Reinigung, sodass meine Aura und mein Kanal komplett gereinigt werden, sodass nur die reinsten, göttlichsten Energien zu dir fließen. Und ich bitte um Schutz für jeden Einzelnen, welcher heute hier ist. So richte ich nun meinen Kanal aus und verbinde mich mit Noah. Ich bin das Licht der Hoffnung. Noah spricht zu dir. Die Ereignisse und die Energien auf deiner Erde haben mich gerufen, um dich heute zu unterstützen. Denn es ist die Liebe, welche dir Kraft geben wird, zu verstehen, wo deine Aufgabe in dieser Zeit ist. Denn die Zeit, sie ist reif. Und je mehr du deine Aufgabe erkennst, das Licht zu schützen, die Veränderungen zu unterstützen, umso heller wird dieses Licht erstrahlen können. Geliebtes Menschenkind, die Freiheit wurde dir von der göttlichen Schöpferkraft gegeben. Und diese Freiheit ist eines deiner höchsten Güter, welche du besitzt. Diese Freiheit kann dir niemand ohne deine Erlaubnis nehmen. Und so überlege dir ganz genau, was du zulässt und was du eventuell nicht zulassen wirst. Die große Gruppe der Lichtarbeiter hat eine riesengroße Kraft. Es ist die Kraft des Vertrauens. Und diese Kraft wird von deiner Liebe und von deiner Freiheit genährt. Es ist an dir zu bestimmen, wie das Leben auf der Erde sein kann. Und es ist an dir zu bestimmen,
ob du zu den Ja-Sagern gehören möchtest oder ob du den Weg in die Freiheit gehen möchtest. Alles, was dir auf der Erde Angst macht, ist aus einer Illusion entstanden. Welche eine Illusion ist, ganz einfach. Und sobald du dies erkennst, hast du die Kraft, aus dem Kollektiv auszusteigen und meine Arche, die Arche des Lichtes, zu finden. Denn es wird wieder eine Arche des Lichtes geben. Ich, Noah, ich halte diese Energie für euch alle bereit. Es ist die Arche des Lichtes für all die Menschen, welche sich entscheiden, aktiv als Lichtarbeiter zu wirken. Und du wirst sie finden, denn sobald du verstanden hast, um was es geht, sobald du dein Licht leuchten lässt und in deiner Freiheit dein Leben selbst bestimmst, wirst du die Arche des Lichtes erkennen. Und diese Arche, sie wird dich rufen und einladen, sodass du den Weg findest. Es ist der Weg zu der neuen Erde, der Weg für die neue Welt. Und ich, Noah, ich werde auf dieser Arche sein. Ich werde jeden einzelnen von euch erwarten. Und so siehst du, dass es einen wunderbaren Weg gibt, deinen Planeten zu unterstützen und die Menschen wieder zusammenzuführen, sodass die Trennung, welche künstlich aufrechterhalten wird, wie von alleine wieder verschwindet. Du wirst dich als Seele erkennen und auch jeden anderen Menschen als Seele erkennen. Dies ist der Weg des Lichtes, welcher dich zu mir führen wird. Die Arche Noahs, die Arche des Lichtes, sie entsteht gerade jetzt in diesem Moment durch deine Liebe und durch dein Licht. Und gemeinsam mit dir werde ich dich zu der neuen Erde bringen, in die neue Energie des Aufstiegs. Dorthin, wo wir alle zusammen in Glückseligkeit, Leichtigkeit, Gesundheit und Fülle leben können. Und der Weg geht nur über die Liebe, über die Akzeptanz, dass alle Menschen gleich sind und über deine persönliche Freiheit zu entscheiden, ob du den Weg des Lichtes gehen möchtest. Und so wurde jetzt, währenddessen ich zu dir sprach, der Grundstein für die Arche des Lichtes gelegt. Und so kannst du sicher sein und vertrauen, dass diese Arche des Lichtes wachsen wird. Und dass sie so groß sein wird, dass alle Menschen
aufgenommen werden können, welche zu mir finden. Geliebter Mensch, es war mir eine Ehre, heute zu dir zu sprechen. Und so verabschiede ich mich jetzt voller Liebe von dir. Und ich, Nirjana, ich danke sehr. Noah, ich danke dir für diese Worte und für die Hoffnung, welche du uns gibst. Und so schließe ich meinen Kanal und komme auch wieder in das Hier und Jetzt zu euch zurück. Sehr weise Worte, so wie ich es empfinde. Und es wurde auch viel zwischen den Zeilen, den Worten gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das so wahrgenommen habt. Vielleicht hört es euch nochmal an und hört so zwischen den Zeilen, was Noah alles gesagt hat. Es geht einfach auch darum, sich nicht mehr alles einfach so gefallen zu lassen, aus der Angst heraus. Das ist der Punkt, aus einer Angst der Illusion. Nicht einfach Ja zu sagen zu allem, nur weil man meint, es könnte einem geholfen werden in einer unbegründeten, ja, ich habe kein Wort, also für unbegründete Dinge. Also wir sind alle in der Lage, die Welt zu retten. Durch die Spiritualität, durch Noahs Worte, durch die Arche des Lichtes, durch deine Kraft, durch dein Bekenntnis zu deiner Freiheit, sodass du und dass dann jeder, wenn es alle machen, wie stark sind wir dann? Unheimlich stark. Und dann ist diese vermeintliche Krankheit, die durch die C-Situation entsteht, wieder normal, so wie eine Grippe früher war. So ist das. Aber sie dient uns dazu aufzuwachen, was ich ja natürlich sehr gut finde. Je mehr Menschen aufwachen und erkennen, dass das jetzt mal an der Zeit ist, Nein zu sagen, umso besser. Ja, ihr Lieben, dann sage ich, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, bis dann und ich habe euch lieb.